wenn wir eine Person unter Wasser suchen, versuchen wir erstmal rauszufinden, wo genau die Person untergegangen ist. Dann geht ein Taucher an der Leine ins Wasser und sucht im sogenannten Halbkreissuchverfahren den Gewässergrund ab. Man muss die Grundausbildung abgeschlossen haben als Feuerwehrmann. Man muss körperlich und geistig, wie man so schön sagt, geeignet sein. Es gibt eine Untersuchung nach dem Grundsatz nach G31 für das Tauchen. Die muss man körperlich schaffen und psychisch stark gefestigt sein, da man halt alleine unten im Wasser im Kalten und Dunklen sich aufhält. Ja, wir finden natürlich eine ganze Menge Müll, die man unten findet, aber was wir sonst gefunden haben, sind Fahrräder, finden wir viel, Waffen, Schusswaffen, Messer, die irgendwo von Brücken geworfen werden und Tresore. Und wir haben einmal, hat ein Taucherlehrgang, hat Juwelen im Eschersee gefunden. Das ist jetzt so weit, wie du eben warst draußen. Wenn ich jetzt anfange, Scheibenwischer. Hast du es schon? Ja, schon. Wir haben das Auto schon gefunden.